Hey, ich bin besser diesmal. Aber es will noch nichts heißen. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human, meine lieben Freunde. Wir haben mal wieder den Fall geklärt und wir haben den Abweichler gefunden. Wieder einmal, ich fahre fort, denn jetzt müsste es weitergehen mit der Kara. Und das ist, glaube ich, jetzt schon die Szene, wo sie fliehen muss. Kann das sein? Das ist, glaube ich, schon die Fluchtszene jetzt. Der Todd rastet jetzt aus und dann, glaube ich, Todd? Todd, du saftiger Sack. Oh nein. Keine Drogen vorm Essen. Das hat Mama verboten. Der zieht sich schon wieder was rein vorm Essen. Das kann einfach nicht wahr sein. Serviere das Essen. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich noch was anderes machen kann vorher. Da ist irgendwas. Warte mal. Ich will mal kurz da hingehen, bevor ich das Essen serviere. Ich will wissen, was da ist. Ist das ein Dokument oder? Einschalten. Ah, wir können das Licht einschalten, bevor er uns dazu auffordert. Guck mal an. Nicht schlecht. Da macht er aber mach Licht an, so. Und ich glaube, vielleicht deeskaliert das ja die Situation, wenn wir schon quasi vorausschauend gehandelt haben. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich will mal wissen, wie stark die Situation jetzt eskaliert. Ich bin ein viel besserer Androide jetzt. Servieren wir mal Wasser und wir servieren das mal ihm. Ich bin mal gespannt. Beim letzten Mal haben wir es dem Mädel eingeschenkt. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Alice und Todd wurden bedient. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Hätte ich jetzt einfach stehen bleiben können? Hätte ich jetzt einfach stehen bleiben können, das verhindern können? Was ist dein scheiß Problem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Es ist hochinteressant, wenn man weiß, wie die Zusammenhänge sind und was da abgeht. Wie er sich ausdrückt teilweise. Dass er bewusst die... Komm sofort hierher! Dass sein Dialog halt so geschrieben ist, dass er bewusst um die Tatsache, dass sie ein Android ist und gar nicht die richtige Tochter drumrum spricht, so ein bisschen. Das ist ihre Schuld. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Bewege dich nicht. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn man... Es hätte schön sein können. Könnte Familie... Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich mich wirklich nicht bewege. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Er zieht sich wieder seine Spaß... Sachen rein da. Oh, die kleine Mistkarte. Oh, es ist alles ihre Schuld. Dann wird das ein 24-Stunden-Let's Play. Ja, ich glaube auch. Ich versuch's mal jetzt. Ich glaube, das wird sonst nichts. LB. Da kommt man, glaube ich, aus der Nummer nicht raus, wenn man sich wirklich nicht bewegt. Dann steht man da ewig. Wobei es... Vielleicht gibt es doch... Also ich weiß es nicht.
Wäre mal interessant, das auszuholen, aber ich glaube nicht an diesem Punkt. Beschütze Alice. Na, mach mal das mal, wa? Überzeuge Todd. Hey, warte mal, wir können ihn noch überzeugen. Das will ich mal probieren. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Ich will mal schauen, ob ich ihn... Todd, ein Vater sollte seiner Tochter nicht wehtun. Das war jetzt die ruhige Variante, okay. Wo war das jetzt die ruhige... Oh. Ist sie jetzt tot? Hat er sie jetzt... Nee, okay. Das wäre jetzt krass gewesen, ey. Vor allem so ruhig war das gar nicht. Das war voll von oben herab so. Fand ich. Ein Vater sollte seine Tochter... Oh, scheiße, scheiße, schnell. Was? Betreten? Warum kann ich da rein? Schnell, schnell, schnell. Wo, da war das Klo? Betreten. Zu deinem Besten. Oh, oh. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort. Läuft aber anders als letztes Mal auf jeden Fall. Lassen Sie Alice sofort in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist nur ein verdammter Klumpen Plastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Quicktime Events. Gott sei Dank ist es nur der Stick. Ja, was? Oh Gott. Nein! Hey, ich bin besser diesmal. Aber es will noch nichts heißen. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Nein? Ach, das hätte ich schnell hintereinander drücken müssen jetzt. Scheiße. Habe ich nicht gerafft jetzt. X! Nein, das war... Ich habe doch gedrückt! Ich habe doch gedrückt! Ja. Hä, was? Nein! Uah. Ja. B! X! Oh. Oh. Ah! Oh. Ist er tot? Habe ich ihn umgebracht? Nee, okay. Oh. Up, 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 up. Weglaufen! Rennen, oh Gott. Ja, Rennen sieht anders aus normalerweise. Rennen geht normalerweise... Ah, Tür öffnen. Ach nee, die war ja zu, scheiße. Ah, ah, nein, ich hab's verkackt wieder. Nein, ich hab's verkackt. Und ziehen, kaputt machen, festhalten, rausrennen. Hier war doch, war hier nicht. Und rüber, rauf und rüber und schieben. Jawohl. Okay, das ist ein neuer Fluchtweg, glaube ich, oder? Waren wir nicht bei. Nee, Moment, beim letzten Mal waren wir auch da lang, glaube ich. Wir haben schon wieder nicht den Fluchtweg oben genutzt. Unglaublich, ey. Aber es lief anders ab diesmal, der ganze Konflikt. Ui. Anstrengender irgendwie. Beim letzten Mal habe ich das nicht mehr so anstrengend erinnert. Und vor allem, ich bin schon wieder gegen die verschlossene Tür gelaufen und habe versucht, die aufzumachen. Und diesmal blutet Kara. Diesmal ist sie gleich erkennbar als Androide. Sie ist verletzt. Ich bin gespannt, ob das noch eine Rolle spielt jetzt. Oder ob das jetzt dann einfach von alleine wieder sich repariert irgendwie. Selbstreparaturtechnisch so. Der Fluchtweg oben stand auch nicht so... Stimmt, weil ich diesmal nach Todd hochgegangen bin. Beim letzten Mal bin ich vor Todd hochgegangen. Ich bin direkt zur Treppe. Das Ergebnis ist im Grunde wieder das gleiche eigentlich. Das ist ein bisschen schade fast. Todd betäuben. Zimmer verlassen.
Oh Mann. Und da war es wieder mit der Tür, ey. Ach, diese blöde Tür, ey. Das ist unglaublich. Ich denke, mein Instinkt ist halt zur Tür gehen. Was ist denn die globale Statistik? Okay, 36 Leute haben das gemacht, so. Nur 9 Leute haben die Vordertür nicht. Oder. Ne, 9 Leute, genau, 9 Leute haben da die Abzweigung genommen. Ja, wie kommt das dann, dass 28%. Ach, 28% von denen, die das gemacht haben, sind dann hier weitergegangen. Okay. Alice nach Todd erreichen. Und das ist das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Todd erkennt, dass Kara und Alice fort sind. An der Vordertür probieren. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall anders gelaufen. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Ich glaube aber, das Ergebnis ist im Großen und Ganzen fast immer das gleiche eigentlich. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Jetzt bin ich mal gespannt. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob ich jetzt denen ist Kunst doch völlig egal. Das so drehen kann. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Dass der nicht, Was soll's? Lass uns einen trinken. Stirbt. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Liegt da irgendwas da links? Da liegt irgendwie, da liegen immer noch die Farben, glaube ich, oder? Irgendwas lag da auf dem Scotch, Tisch. Scotch, ohne Eiswürfel? Schenke Whisky ein. Auf jeden ein. Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Na, der kann mich doch mal. Na, so ist das aber hier. Er hängt hier wieder hier, alte. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Anrufen. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Dann mal los. Marcus, nein, ich begleite dich. Na. Warum? Du bist im Rollstuhl, du wärst keine Hilfe, du kannst nichts machen. Diese etwas älteren, betagten Leute schon wieder, die meinen, sie sind Superman, obwohl sie es nicht sind. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Bring Leo zum Gehen. Hasta la vista, Leo. Argumentieren, befehlen, raten, warnen. Leo, mach das hier nicht kompliziert. Hör auf deinen Vater. Du musst gehen. Hab ich beim letzten Mal auch gemacht, oder? Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Ich wehre mich jetzt mal Marcus, nicht, ne? Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Verteidige dich nicht. Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Mich nicht verteidigen, das ist nicht fair. Ja, das ist nicht fair. Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss mich für mich selbst entscheiden? Hä, aber ich will doch die Entscheidung treffen. Verteidige dich nicht? Ja, will ich ja auch nicht. Ja, ich kann ja nicht. Ich muss ja. Er lässt mich ja nichts anderes machen. Ich muss diese Wand durchbrechen. Aber vielleicht kann ich das Quicktime-Event versauen, was da kommt dann. Mal gucken. Da kam doch, glaube ich, ein Quicktime-Event. Oh, stimmt ja. Ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Leo, lass ihn in Ruhe. Pass auf.
Ich mach dich fertig. Wenn jetzt dann gibt's nur noch mich und Dad. Leo stoßen, aushalten. Das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts! Oh nein, jetzt stirbt der. Ach scheiße, man kann es nicht richtig machen. Ich wusste es. Irgendwer stirbt. Oh, nein, Carl, nein. Das war mir beim ersten Mal schon klar, dass... sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Markus. Jetzt wird er doch erschossen. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad. Nein. Bitte. Er hat ihn als Vater bezeichnet. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Und jetzt wurde er erschossen wahrscheinlich trotzdem. Ja. Der Android. Es war der Android. Oh, die alte Sau. Ja, ich glaube... das ist jetzt die etwas humanere Variante. Wir haben halt das gemacht, was der alte Mann gesagt hat, aber haben den alten Mann damit getötet. Genau, das wäre die zweite Möglichkeit gewesen auf jeden Fall. So, also haben wir es diesmal deutlich anders gemacht als beim letzten Mal. So, aber irgendwer stirbt immer, entweder der Junge oder der alte Mann. Was ist denn die weltweite Statistik? Okay, das ist logisch, was soll auch anderes rauskommen? 50-50 halt, ne? Mehr oder weniger. Ist ja halt eine 50-50-Entscheidung. Und das ist interessant, dass wirklich fast exakt die eine Hälfte das eine gemacht hat und die andere Hälfte das andere. Das finde ich irgendwie witzig. Aber ja, das soll auch anderes rauskommen. Ja gut, es hätte auch natürlich eine andere Gewichtung haben können. Aber es ist eine Entscheidung, die ja nicht sofort klar wird, weil man ja nicht sofort weiß, was passiert. Aber trotzdem spannend, diese Zahl zu sehen. Herrlich. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Jetzt kommt ja das Verhör hier, genau. Oh, was hatten wir da nochmal gemacht? Sag endlich was, Gottverdammt! Ja, mach ich doch. Ich sag doch was. Achso, er da. Hö. Scheiß drauf, ich bin raus. Sound Array. Hank ist neutral. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Also, dann wollen wir den mal verhören. Tretet ein, bringt Glück hinein. Oh, guck mal. War die Hand beim letzten Mal auch schon so krass kaputt da? Die linke Hand? Oder die linke Arm? Ich glaube schon, oder? Weiß ich nicht mehr. Ach Gott. Das ist ein Memory-Spiel geworden auf einmal. Analysieren. Machen wir erstmal die Analyse, ne? Gibt ja hier ein paar Hinweise zu sehen. Analysiere das jetzt mal. Nicht kritischer Stufe 2 Schaden, genau. Ich versuche mal dann. Ich weiß nicht, wir hatten auf jeden Fall auf die Schäden Bezug genommen, glaube ich. Modell HK Haushälter, genau. Hinweise auf Softwareinstabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Verhören. Stresslevel. Erreiche einen optimalen Stresslevel für Geständnis. Soll ich jetzt wieder aufs Geständnis hinarbeiten? Ja, oder? Eigentlich schon. Furcht, Wunden. Irgendwas haben wir nicht. Guck mal. Irgendwas haben wir da schon wieder nicht.
Gehen wir mal vielleicht auf die Wunden ein, erstmal. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Beschwichtigen, trösten, bedrohen. Was hatten wir beim letzten Mal? Wir beschuldigen den mal. Sie sagen, du bist ein Mörder. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Ah, ich muss den Stress schon, ich muss den Stresslevel hochdrücken, damit der gesteht. Bedrohen wir den mal. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Speicher prüfen. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Auch hier frage ich was mich, Sie mit mir machen? Ob man hier überhaupt so anders handeln kann oder ob das wieder nur so eine vorgetäuschte Wahlmöglichkeit ist. Oder? Ich lüge den mal an. Nein. Beim letzten Mal habe ich die Wahrheit gesagt. Ich glaube, Sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Gute Frage eigentlich, warum habe ich das gemacht? Bist du nicht einfach gegangen? Weil ich keine Wahl hatte. Ich lüge den wieder an. Sie hätten dich sowieso gefunden. Ich war nur schneller. Wären sie es gewesen, hätten sie dich sofort erschossen. Okay, der Stresslevel geht wieder runter. Merkwürdig. Ich will nicht sterben. Also wenn ich angelogen werde, steigt normalerweise dann mein Stresslevel. Rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Doch, du kannst. Du willst es doch auch. Wähle eine Herangehensweise. Na, guck mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich beim letzten... Unter Druck setzen, Speicher prüfen. Wir prüfen jetzt einfach mal den Speicher. Du lässt mir keine Wahl. RT, okay, so. Oh Gott, B. Was, RB? Was ist... was? Nein, ich verstehe nicht. Was ist denn RB? Ich weiß nicht, was RB ist, verdammt. Was ist denn RB? Ich verstehe nicht. Ist das, ach, das ist der obere. Oh Gott, was muss ich denn hier für Verkrampfungen machen, Alter? Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich mein Gamepad gerade festhalte. Das ist ja hier wie der Affengriff. Ha, Stresslevel 100. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Ja, das Aufstehen immer noch mal. Ja, kann auch mal Hülle aufstehen. Wie ging das nochmal? Kleine Funktionsstörung hier beim Connor, nicht wahr? Oh, er was zur Hölle macht er? Zerstört sich selbst. Oh, oh. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Eingreifen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Wow, wow, wow! Ach du Scheiße! Gott, er ist schon wieder gestorben! Nein! Ich werd noch wahnsinnig! Warum? Verdammte Scheiße! Ich wollte es doch diesmal anders machen! Ich wollte es doch nicht zerstört! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann nicht sein, ey! Das kann nicht sein! Es hätte noch zwei andere Möglichkeiten gegeben, aus der Situation rauszukommen. Ich guck mal gleich die weltweite Statistik an, wa?
Okay, 53% haben es geschafft, den Androiden in die Zelle zurückzuschicken. Nur 34% haben dieses Ergebnis gehabt, dass Connor stirbt tatsächlich. Hochinteressant. Und das Eingreifen hat tatsächlich dazu geführt. Hätte ich nicht eingegriffen, wäre ein anderes Ergebnis entstanden. Dann wäre Connor wahrscheinlich nicht gestorben. Boah, alter Schwede, ey. Okay, gleich mal weiterspielen, ne? Connor ist wie der Kenny aus South Park. Oh mein Gott, sie haben Connor getötet. Ihr Schweine. Das ist echt der Running Gag schlechthin, ey. Wenn dieses Let's Play einen Running Gag hat, dann die Tatsache, dass Connor immer stirbt. Immer. Jedes Mal. Aber wenigstens stirbt er diesmal an anderen Stellen. Wo man es auch nicht. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, ey, ohne Witz. Das kam voll unerwartet jetzt. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aufsteigen. Connor musste wieder den Kopf hinhalten. Aufstehen! Der Fußball ist ein Spiel, das 90 Minuten hat. Der Ball ist rund. Und am Ende stirbt Connor. Sitzen bleiben. Warte mal, sitzen bleiben. Bitte, wir wissen nicht, wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Doch, du kannst. Hat mir es beim letzten Mal auch schon versucht irgendwie? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube doch, das hatten wir versucht. Doch, doch. Das hatten wir gemacht. So, jetzt wird's interessant. Jetzt kommt ja diese Stelle, wo wir den Unterschlupf finden müssen. So, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass ihr nicht kalt ist. Ist alles okay? Das hatten wir ja mit den Klamotten beim letzten Mal schon ganz gut gemacht, glaube ich. Weil wir dürfen ja auch nicht als Android erkennbar sein sofort, ne? Das heißt, wir müssen erstmal zu dem Waschsalon. Bevor wir irgendwas anderes machen. Und dann wurde mir schon gesagt, die Lösung... Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. ...ist wohl irgendwie da in diesem Laden und in diesem Store noch irgendwie. Da muss man irgendwie was machen. Wir müssen uns noch genauer umgucken auf jeden Fall. Ich schau mal kurz. Irgendwas war in diesem Store noch. Ich will mal gerade da reingucken schnell. Irgendwas war da noch. No Androids allowed. Umsehen, RT. Untersuchen, genau. Warte. Hier, genau, untersuchen. Laden ist geschlossen. Der geschlossene Laden, da war irgendwas. Genau, das war das Motel. Wir versuchen diesmal hier den idealen Ausgang zu finden, nämlich das Motel. Hey, warte mal, da war noch irgendwas jetzt, was gesperrt war, oder? Was war da jetzt noch gesperrt? Da hinten, das war. Genau. Ja, genau, Parkplatz. Genau, jetzt haben wir diese drei Varianten, aber ich möchte gerne das Motel diesmal versuchen. Und da brauchen wir Geld. So, und Geld ist in der Kasse vom Laden. Das hatten wir beim letzten Mal schon geklärt. Aber wir hatten das nicht bekommen, das Geld. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Weil da saß dieser eine Typ. Und irgendwie wurde mir gesagt, ich soll das irgendwie mit diesem anderen Laden da probieren. Noch mit dem Geld irgendwie. Kein Plan. Program complete, genau. Trockene Kleider für Alice, genau. Nimm das mal. Das machen wir wieder genauso, würde ich sagen. Das dürfen wir nicht. Ja, stehlen, komm. Tut mir leid, Alice, aber wir müssen das tun. Das machen wir genauso. Und beim Laden und beim Motel gucke ich mal, wie ich da reinkomme. Das kriege ich schon irgendwie hin, diesmal. Wir müssen einfach nur noch mal ein bisschen genauer gucken.
RB, was waren... Genau. RT. Oh Gott, wenn man diese zwei Tasten drücken muss, ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach, den Controller dann auch festzuhalten. So irgendwie. Es ist voll komisch, so diese zwei oberen Schultertasten gleichzeitig zu drücken. RT, RB und hoch. Da muss ich unbedingt die Finger auch drauf lassen. Weil sowas wird bestimmt mal bei den Quicktime-Events auch wichtig, dass ich RT und RB nicht immer verwechsel jedes Mal. Das ist voll... Ach, irgendwie ist es mit der Tastatur angenehmer gewesen, muss ich jetzt mal so sagen. Da konnte man wenigstens die Finger vernünftig platzieren schon. Hier beim Controller mit beiden Schultertasten, die untereinander sind, gleichzeitig, das ist echt, das ist... Ist nicht gut. Du machst es mit Controller besser und schneller. Naja, eben ja nicht. Wenn ich die Tasten verwechsel, mache ich es ja falsch. Das ist ja der Punkt. Ich habe es ja gerade eben auch schon mehrfach wieder nicht geschafft. Aber ist auch Gewohnheit. Ich spiele halt zu selten mit dem Controller. Ich spiele halt häufiger mit der Tastatur. So, jetzt schauen wir mal. Es hatte irgendwas mit dem Laden hatte es auf sich. Und an der Stelle ist diese Folge Detroit Become Human auch wieder zu Ende. Wenn euch das Spiel hier gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, das selber zu spielen, ihr könnt euch das für den PC holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber damit unterstützt ihr meinen Kanal mit einer prozentualen Beteiligung am Kaufpreis, die Epic zahlt, und das ist eine sehr gute Unterstützung. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank, und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren gerne schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Detroit Become Human. Bis dann, ciao, ciao.